mein Freund. Thema diese Woche ist sexuelle Orientierung. Ich war ich habe schon immer auf Frauen gestanden, habe mich aber, bis ich in die Schublade gesteckt wurde als Lesbe, nie als Lesbe irgendwie selber identifiziert, sondern habe einfach gesagt, so, ja, ich bin halt irgendwie eine eigene Sexualität. Zu diesen Zeitpunkten wusste ich ja immer noch nicht, dass ich trans bin. War zwar immer schon sehr maskulin und männlich, aber war halt eben noch nicht so, dass ich ihr gesagt habe, ich habe eigentlich keine Brüste und alles. Ja. Als ich dann im Fußballverein war, in der Mädchenmannschaft, wurde ich dann halt so in die Lesben-Ding gesteckt, wenn auch widerwillig, aber ich habe es halt dann einfach so hingenommen und habe dann gesagt, okay, dann ist es halt so, ich bin halt dann. Und dann eben eine biologische Frau, Frauenstelle, jetzt mal eben lesbisch. Ja. Hab dann aber auch mich nie wirklich damit identifizieren können. Ich habe halt immer gesagt, ja, ich stehe auf Frauen. Ich habe die erst selten gesagt, dass ich eben lesbisch bin. Ja. Und war auch immer in den Beziehungen, die ich hatte, immer der männliche Part. Auch immer dann immer sagt, es gibt keinen männlichen und weiblichen Part. Man ist halt so und so, aber immer, wenn man so drüber nachdenkt für sich selbst. Eigentlich immer gesagt, ja, ich bin der männliche Part. Jetzt mit trans bin ich halt dann für den Volksmund hetero. Ich stehe halt immer noch auf Frauen, die finde ich halt eher sexuell anziehender als Männer. Ja, was will ich groß dazu sagen? Es ist scheißegal, auf wen oder auf was man steht, solange man niemandem Schaden zufügt. Ob man jetzt auf Frau und Frau, Mann und Mann, Transmann und Transmann, Transmann und Transfrau, scheißegal, solange man sich respektiert und gut miteinander umgeht und keine den anderen Schaden zufügt, ist es relativ scheißegal, was für eine sexuelle Orientierung hat. Gut, dann war es das für die